Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Order Chaos Online. Wir sind beim letzten Mal hier im Sumpfauge angekommen und machen jetzt wieder ein paar schicke, schöne Quests, wie zum Beispiel, als da wären, ich glaube Pilze, oder? Nee, das war nicht die Quest, das war eine andere, und zwar... Eine von denen, ja, richtig, die hier, der Herr der Sümpfe. Sammle den Flügelblag von 3 Blutgargoyles und 5 Nachtblumen. Schauen wir mal, wie wir das hinbekommen, Freunde. So. Zack, Skills rausholen und los geht es. Das mit den Nachtblumen ist das Ding, die müssten eigentlich direkt hier sein. Und ja, schon wieder dieser Bug, dass wir dahin geführt werden zum Questende, aber nichts für den Sachen, wo die... wo ich die Sachen finden kann. Da werden wir natürlich nicht hingeführt, ist ja ganz klar. So, da haben wir aber schon die erste Blume. Beutel ist voll. Im Arsch ist die voll. So. Das war so eine Belohnungstruhe. Müssen sie wissen und ja, ist in Ordnung. So viele Questgegenstände, Mann. Wir müssen die echt mal abgeben, Alter. Ziegelstein. Scheiße, Mann. Gibt's auch irgendwo Questgegenstände, die, Alter. Gibt's auch irgendwo Gegenstände, die nicht, auf Level 30 sind oder die ich sofort benutzen kann? Ich glaube nicht, oder? So. Sammeln wir erstmal die Nachtblumen ein, ne? Alles cool, alles easy. Alles im easy Bereich. Jetzt brauchen wir quasi noch die Blutgargoyles. Und das sind Smilodon des Sumpfauges. Nicht relevant für uns. Genauso wie die fetten Beißer da. Die sind genauso irrelevant. Die lassen wir auch in Ruhe. Denn wir sind ja liebe Menschen und tun keiner Menschenseele. Was zuleide, ist ja klar, ne? Wow, fette Weberspinne. Ich glaube, vor denen mache ich jetzt einen großen Bogen. Puh. Aber vom Feinsten. Ich finde diese scheiß Nachtblumen nicht. Wo sind sie denn überhaupt? Bin ich wieder hier am Altar? Scheint so, ne? Ich finde aber auch keine Nachtblumen, kann das sein? Ich finde echt keine Nachtblumen. Das ist doch nicht normal. Ich krieg sie nicht. Hä? Wo sind die? Wo sind die scheiß Nachtblumen? Wo sind die denn? Natürlich, so random auf dem Berg wächst einer. Ist alles klar, ist okay. Cool. Alles klar. So oben auf dem Berg, wo kein Gras oder so wächst, aber. Ach komm, was kritisiere ich das überhaupt? Das ist... Da müsste ich ja quasi den Sinn des Spiels hinterfragen. Und das wäre auch genauso dumm. Lass mich, verpiss dich. Dankeschön. Komm. Die töten wir jetzt aber mal. Komm, ist okay. Weil wir brauchen Platz und so. Ne? So. Du auch noch. Level 29, Alter. Puh. Bist ja schon einigermaßen stark, du! Du Arsch! Du Arschloch! So! Okay. Nächste Nachtblume. Beziehungsweise Blutgargoyle. Da hatten wir schon den ersten. Hör mal, da ist der erste. Komm ran, du Arsch! Sollte vielleicht weniger Frostblitze machen und mehr Feuerbälle. Wäre vielleicht besser. Ja. Jetzt stirbt doch, Mann. Tut mir gefallen, dankeschön. Vielen Dank. Flügelbelag. Gut, da wir aber gerade sowieso keinen Platz haben, mache ich erstmal ein bisschen Platz. Ich würde sagen. Komm, wir packen die Stärke-Schriftrolle raus. Die bringen uns doch sowieso nichts. Dann sollte ich auch vielleicht alle Stärke. Dingse raus tun, oder? Ich denke schon.
Boah, fette Riesenspinne, Alter, seid ihr ekelhaft. Kann ich kotzen, da könnte ich echt kotzen, wenn ich die sehe. Hallo! Das sind direkt zwei Stück, das heißt, komm, wir schlagen noch zwei Fliegen mit einer Klappe. So. Macht auch irgendwie keinen Sinn, ne? Dass wir mit einer Druckwelle Schaden machen, obwohl die fliegen. Das macht voll keinen Sinn. Das Ziel ist nicht außer Reichweite, du Hund, Alter, hör auf! Das ist nicht normal. Ich kann dieses Scheißvieh nicht angreifen. Weil das Ziel außer Reichweite ist. Obwohl ich genau vor der Fresse stehe. Dankeschön, du... Ach, das ist nicht normal. Was? Das hat nichts gedroppt? Ist das dein Ernst? Oh Mann. Warte mal. Wie viele Nachtblumen soll ich eigentlich sammeln? Da steht da auch nicht, kann das sein? 5 Nachtblumen. Okay. Wo ist die Leiche von dem einen? Wo ist die? Ach, fick dich doch, Alter. Jetzt ist die gespawnt. Fick dich doch, du Wichskopf. Meine Fresse. So, komm drauf. Jetzt lasse ich beide auf mich zukommen. Ich mache dann eine knackige Druckwelle. Damit sie auch schnell sterben. Ja. So. Nein, ich wollte keine Wolltücher. Nein. Ich wollte diesen scheiß Flügelblag haben, wenn es recht ist. Oder darf ich nicht? Wie sieht's aus? Eieiei, das wird ein langer Tag. Das wird ein langer Tag, sage ich euch ganz ehrlich. Boah. Schon wieder droppt der keins. Das ist doch ein Blutgargoyle, oder nicht? Ja. Warum droppt der nichts? Und warum geht die Karte mal aus? Willst du mich verarschen? Ich versteh's nicht. Die Karte ploppt sich immer von automatisch aus. Ich verstehe das nicht. Warum ist das so? So, da ist wieder eine Nachtblume. Machen wir gleich direkt nach dem Kampf. Erstmal die wichtigen Dinge im Leben klären. Und zwar hier erstmal den Blutgargoyle töten. Meine Fresse, warum droppt der keine Scheiß von dieser Kacke da? Ist doch nicht normal. Ich brauch diesen scheiß Flügelbelag, aber nein, keiner von denen hat was. Weißt du was? Mach ich den hier. Komm. Machen wir direkt den hier. Kurzen Prozess. Gucken, dass wir da 3 Stück von finden, ist doch nicht normal. So, Dankeschön. Vielen Dank. 2 Flügelbelag haben wir schon. Okay, wir haben sogar schon alles. Geil. Auf zum Düller Quest Gegenstand Düller abgeben. Düller da genau da hinten. Ja, dann wären wir hier schon mal durch, ne, mit der Quest. Hat zwar auch mal wieder ein bisschen länger gedauert, könnte man sagen, aber egal, dafür haben wir gleich ein Level up. Kein Problem. Ist nicht schlimm. Ist doch sehr gut. Die Leiche ist faulig und ausgetrocknet. Eine Hand ist ausgestreckt und geöffnet, als würde sie auf etwas warten. Legt die Blumen und den Flügelbelag in die Hand der Leiche. Haben wir. Und jetzt? Mehr. Mehr Opfer. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ach du Kacke! Würdest du... Was ist das denn jetzt? Ach nein, sag mir nicht, dass mein Internet jetzt weg ist. Oh, ist doch scheiße. So Leute, da bin ich wieder. Sorry für den Cut. Meine Internetverbindung ist abgeschmiert, was bedeutet, dass ich beim Wurm gestorben bin. Ist natürlich eine sehr coole Sache. Ist sehr geil. Ich frage mich jetzt nur gerade, ob ich diese ganzen Sachen wieder sammeln muss. Ja, geil. Muss ich anscheinend. Es sei denn, ich kann diesen Typen anlabern.
Und der Wurm kommt immer noch. Dann schon, aber... ich muss diese ganzen Sachen nochmal aufsammeln, dann habe ich keinen Bock mehr. So, mal schauen. Kommt er jetzt? Oder wie sieht's aus? Kommt der Wurm? Sieht nicht so aus, oder? Ja, was heißt das jetzt? Muss ich diesen ganzen Scheiß nochmal neu sammeln? Ist doch behindert, ist das doch. Ja, geil, würde ich mal sagen, schneide ich euch das und, ja. Dann sehen wir uns wieder, wenn ich diesen ganzen Scheiß gesammelt habe. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder mit 3 Flügelbelägen und 5 Nachtblumen und jetzt, ja, jetzt ist Wurmi dran. Oder Schlangi. So, dann komm mal ran. Da ist er. Auf einmal taucht er wieder auf. Ist doch geil, ne? So, auf geht's. Jetzt gilt es, diesen Drecksack zu besiegen. Der ist nämlich schon arschstark, der Typ. Wir müssen gucken, dass wir hier schauen, keinen Schaden zu bekommen. Aber ich denke, wir kriegen das relativ gut hin. Das einzige Problem, was ich jetzt habe oder haben könnte, ist eventuell, dass der Junge ein bisschen Ärger macht. Bezüglich mir ein bisschen Leben abzieht, aber ich hab's geschafft. Ich habe es geschafft. Der Typ ist echt hart. Der ist hart drauf, aber ich habe ihn trotzdem hinbekommen. Und ja, was gönne ich mir denn jetzt? Beides, oder? Was machst du denn da? Geh doch aus dem geh raus. Verpiss dich. So. Ich würde sagen, ja. Kann man beides mal mitnehmen? Danke, King Zero. Dankeschön. Wo ist er? Wo ist er? Ach, da oben ist er. Ach, hat anscheinend zugeguckt. Cool. Ja, gut. Jetzt sind wir hier in diesem Gebiet fertig. Und, ja. Können endlich raus hier, Mann. Was geht ab? Wurde zwar am Ende nochmal sehr knapp, aber alleine diese Schlange hinzubekommen als Magier, ja. Ja, ist schon knackig. Wobei ich vielleicht hätte früher anschalten sollen, diesen den Kritterzauber, das Himmelsfeuer. Hätte ich vielleicht früher anschalten sollen. Zugegebenermaßen, es stimmt. Und ich möchte hier raus. Übrigens. Möchte hier raus. Ich möchte nicht im Kreis rennen. Naja, Leute. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich hier schon hänge. Die Aufnahme hat erstmal geleckt. Dann ist das Internet ausgefallen und ich hänge jetzt für den ersten Part hier, für den Samstagspart, locker schon eine Stunde. Deswegen würde ich sagen, war es das jetzt vom Part. Und ja, ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir wieder raus, geben alle möglichen Quests ab, die wir hier sehen. Und ja, da würde ich sagen, macht's gut, wir sehen uns. Haut rein. Ciao.